Moin moin Freunde und damit herzlichst willkommen zurück zu einer neuen Folge zum mittlerweile 9. Türchen bei unserem Griechenland-Projekt. Mein Name ist Malte, ich begrüße euch ganz ganz herzlich zu Politik-Simulator 4. Paunvolution, dem Finder des Politik-Simulators mit unserem Griechenland-Projekt, mit dem Projekt Schuldenfreiheit und heute also nun mit der Ausgabe Nummer 9. Und wir haben einige Termine im Kalender stehen, denn meine Lieben, wir haben jetzt das letzte Mal uns eine kleine Liste gemacht an Sachen, was ein- und verkauft werden soll. Die letzten paar Verträge, die aushandeln gehen. Wir werden Sachen verkaufen gehen. Ihr seht es schon, alles passend aufgereiht in die USA, in Australien, nach Deutschland. Und werden uns einholen gehen dafür Kollegen hier aus Mexiko, Russland, Indien, Polen und Nigeria, um Sachen noch zu importieren, um unsere Finanzen noch mal ein bisschen besser dastehen zu lassen. Dementsprechend würde ich sagen, da wir uns jetzt ein bisschen ranhalten müssen, was schon ein paar mehr Verträge sind nochmal, die wir abzuklappern haben, machen wir uns jetzt auf und sehen zu, dass wir hier den Amerikanern gerne erstmal Honig ums Maul schmauen, Honig ums Maul schmieren und dann können wir jetzt hier in die Wirtschaftsverträge hineingehen. So, wir kommen jetzt bei den US-Amerikanern zu unseren großen erstmal Exportgeschichten. Das ist schon mal wichtig für unsere Arbeitsplätze. Das heißt, hier geht es jetzt gerade darum, dass wir wirklich Arbeitsplätze rankriegen und schauen jetzt auf die dicken Verträge, die wir nach Möglichkeit jetzt basteln gehen. Wir fangen an mit Nickel. Ja, der Export von Nickel, einem Rohstoffmaterial, soll mir hier jetzt erstmal ein bisschen Geld bringen. So, die Amis, was meinten ihr, wenn ihr jetzt hier das Ganze mir für 31.000 abkauft? Schauen wir mal drauf. Sagt ihr 21. Sag ich 29. Sagt ihr 23. Sag ich 28. Sieht schon schwierig aus, dass ich mich mit denen einig werde, ne? Kann das sein? Sagt ihr 24,6. Sag ich 27,5. Ja, das ist nicht viel. Ja, nee, das ist tatsächlich nicht viel. Das hätte tatsächlich besser sein können. Gut, okay, nee, das sind tatsächlich nur ein paar Millionen gewesen. Das war jetzt nicht der große Bringer. Aber mal gucken, was synthetische Fasern als nächstes sagen. SY, synthetische Fasern. So, da haben wir tatsächlich, oh, entgegen der Grafiken, da sind die Grafiken falsch, tatsächlich selber einen kleinen Mangel. Da dachte ich, könnten wir was nochmal rausziehen gehen, aber nee, Pustekuchen, Pech gehabt. Dann geht's weiter als nächstes mit Kohle. Das weiß ich aber, dass wir da eine Überproduktion haben. Das heißt, jetzt kommen dann die beiden dicken Verträge nochmal, wo jetzt also Kohle exportieren gehen und Treibstoff exportieren gehen. So, und hier seht ihr schon wieder, jetzt geht es an einen Vertrag in Höhe gerade von auf akut 6 Milliarden Euro berechnet. Ja, das ist natürlich jetzt hier schon viel Geld, was jetzt hier lang fließt. Wir beginnen mit 750 als ersten Einstiegspunkt, wenn es geht. So, dann gehen wir runter auf 700 und schauen jetzt mal. Also doch, da geht es tatsächlich jetzt gerade schon um 500 Millionen wahrscheinlich. So, dann 650. Ja, komm, also 625 musst du mir schon, aber nicht 325, 625 musst du mir schon zahlen. Genau, 625, ja doch, ich würde mal sagen, 300 Millionen ist dieser Vertrag jetzt gerade schwer. Und den kriegen wir tatsächlich so durch. Das sind tatsächlich schon mal eben fixe 300 Millionen für unsere Kasse. Sehr schön. Und wie gesagt, auch für den Kohleabbau. Ja. Gut, für die Umweltschützer draußen soll euch jetzt nicht so besonders prickeln, aber für mich auf jeden Fall Geldeinnahme. Und Treibstoffe, Freunde. Das ist jetzt das dickste Geschäft, glaube ich, des heutigen Exporttages. Nee, gar nicht mal. Tatsächlich, das andere war sogar ein bisschen dicker gewesen. Okay, gut. Ja, nee, dann vergesst, was ich gesagt habe. Dann war das andere tatsächlich ein bisschen besser. 1250 starten wir rein. Gehen runter auf 1100. Gehen runter auf 1050. Und treffen uns hoffentlich jetzt bei 1000. Das sind immerhin 200 Euro über die Tonne pro, keine Ahnung was. Auf jeden Fall halt gut drüber. So, dann würde ich sagen, mal kurz überlegt. Ah, es sind auch wieder ein paar Millionen. Also ich sag mal, die Verträge jetzt hier, die Exportgeschichten, die wir jetzt hier durchkriegen. Ja, 500 Millionen sind das auf jeden Fall schon mal. Also eine halbe Milliarde wird das jetzt schon gewesen sein. So, noch irgendwas mit Amerikanern hier auf dem Zettel? Ich glaube nicht, das war es gewesen. Vielen Dank, mein lieber Donald, weil immer wieder schön mit dir Geschäft zu machen. Hoffe, das war für dich und die Amis ein great deal. Ihr habt ja auch tatsächlich davon profitiert, so ist ja nicht. So, und dann wollen wir mal gucken, also nach der Win-Win-Situation, wie es dann weitergeht. Als nächstes die Australier mit den Wasser in Flaschen, den ich jetzt hier habe. So, 500 Millionen auf jeden Fall auch schon mal festgemacht. Also das sind auf jeden Fall schon mal gute Gelder. Dann brauche ich hier Kaffee. Gerne, schwarz und stark. Loben. Ich hoffe... Schade. Gut, dann möchte ich dir verkaufen Wasser in Flaschen.
So, hier geht es jetzt dann um... Oh, das ist aber auch nix, ne? Wenn ich jetzt die 800.000 eingebe... Ja, das sind auch wieder zu 10 Millionen. Ne, das ist auch nicht das Riesending. Egal. So, sagst du mir 680, sag ich dir 750.000. Treffen wir uns mal 750, 715, 735.000. Ja, gut, nicht die Welt, ein paar Millionen Euro. Hätte besser sein können. Gut, dann setze ich jetzt noch meine Hoffnung auf, was Export angeht, auf das Wasserversorgungsnetz in Deutschland. Also auf unsere gute Bundeskanzlerin, dass wir Deutschen nochmal fleißig was abkaufen gehen. Und ansonsten geht es dann gleich rüber nach den wirtschaftsstärkenden Maßnahmen, also in die Gelder einsparenden Geschichten, nämlich den Import. Ach ja, meiner Männer war noch was gewesen, der spanische Kollege. Was hast denn du? Du willst kaufen, Trauben kaufen. Ich habe nicht genügend Trauben, meinen eigenen Bedarf zu decken. Völlig sehr Irrsinn. Trotzdem Kaffee? Gerne. Gut. Dann haben wir das ja geklärt. So, und dann jetzt also, wie gesagt, der Blick nochmal auf Deutschland. Immerhin die Ermutigung, sagt der Kollege mir. Sie haben sich der humanitären Sache ernsthaft verschrieben und Ihr Bekenntnis ist wirklich ernsthaft. Bitte nehmen Sie unsere Dankbarkeit zur Kenntnis und unsere Unterstützung für den weiteren Kampf unserer Sache. Ernsthaft? Okay, habe ich nicht gesagt. Ja, keine Ahnung, zweimal ernsthaft zu sagen. Naja, was sagt denn der? Der ist ja eigentlich so ein bisschen für diese Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze zuständig. Ja, tatsächlich, haben wir gesenkt um 0,7%. Also von ungefähr 20 sind wir knapp Richtung 19 unterwegs. Das ist doch schon mal nicht verkehrt. So, dann schauen wir jetzt also wieder auf den Import. Eine Exportgeschichte war es. Genau, Wasserversorgungsnetz. Nein, zu freundlich. Diese. So, guck mal drauf. Wasserversorgungsnetz. So, wir haben eine Überproduktion von insgesamt 87. Könnte auch erheblich mehr sein. Naja, egal. Verkaufen wir euch für 1,85. So, sagt ihr 1,36, 1,85. Sagen wir 1,70. 1,60. Und da müssten wir uns ungefähr treffen. Ja, wobei, das geht sogar tatsächlich. Ja, das könnte man schon noch als 30, 40 Millionen mal auslegen. Ja, gut, komm, das war tatsächlich noch in Ordnung. Also so am unteren Minimum dessen, was ich ja dann doch mal verhandeln möchte. So, dann aber war es das mit also den möglichen Verkäufen. Alle Exporte jetzt also abgehandelt. Jetzt geht es nochmal rüber Richtung Import, mein Lieben. So, beginnen tun wir da bei Mexiko mit den Nutzfahrzeugen. Und schauen mal, wie viel wir da dann vielleicht sparen können. Gerne. So, wir möchten jetzt bei euch einkaufen gehen. Jetzt geht es auf große Griechenland-Shopping-Tour. Nutzfahrzeuge. Hier, Nutzfahrzeugsbau. So, wir wollen kaufen 102.000. 10 Milliarden, sagt er mir, jetzt ist der Vertrag groß. Und wenn ich jetzt sage, ich komme hier mit 80.000 an. Ja doch, das könnten auch wieder so 2 Milliarden... werden unterm Strich, denke ich mal. Ja, doch, das könnte sein. So, 80.000. 90.000. Jetzt muss ich ein bisschen auf Zach. Wir kaufen mir gerade zu viel. Das ist mir gerade wieder wichtig. So, dann würde ich auf 100.000 gehen. Und jetzt hier tatsächlich das erste Mal die Zahl korrigieren. Auf was sind das jetzt? So 102.000, die ich brauche, ne? Ja, 102.000. So, 100.000. Das sind mir 114.000. Okay, das heißt, mit dem nächsten Vertrag müssen wir uns einig werden. Ah, die Mexikaner sind uns nicht so wohlgesonnen. Die wollen hier nicht so viel Preisnachlass geben. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Ja, 110.000. Mal kurz gucken, 110.000. So, wir müssen erstmal hier unten die Zahl eingeben, damit ich weiß, wie viel das ist. So, 110.000 zu 114, den wir sonst bezahlen. Ah, gut, 400 Millionen. Naja, besser als nix. 400 Millionen. Schade, da hatte ich mir von Mexikanern einen besseren Preisnachlass erhofft, aber sie wollten nicht. Gut, okay, damit also zumindest die Nutzfahrzeuge nochmal für 400 Millionen weniger gekommen. Das heißt also, ja doch, aber jetzt unterm Strich mit allem, was wir jetzt hier haben, also 1,5 Milliarden sind es jetzt schon, die wir zusammen haben und wir haben noch ein paar Punkte offen.
So, von den Russen brauche ich gleich zwei Sachen, daran muss ich so gut nachdenken, ne? Also Erdgas und Reifen, die wir gleich von den Russen brauchen. So, Kaffee? Nein, danke. Schade. Gut, dann also brauchen wir jetzt von euch erstmal Reifenproduktion. Schöne russische, nicht Raketenwerfer, hoppla, Reifen wollte ich haben. 7,7 Millionen, ja doch, da lässt sich wahrscheinlich auch ein bisschen einsparen. So, normalerweise zahlen wir dafür 124, also 950 Millionen zahlen wir normal. Und wenn ich jetzt hier anfange zu verhandeln, ja, 100 Millionen, okay, die wir sparen können, das ist nicht die Riesenwelt. 105, 110, 115, so, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. 7722600. 115 war ich jetzt. So, und 120. Und da muss er auch einschlagen, weil ansonsten komme ich hier auch nicht billiger raus. Dann ist es nochmal 40 Millionen oder so. Ne, kommt nicht zustande. Okay, na, die können mir die Russen nicht den Preisnachlass geben hier, den ich hätte gerne gehabt. Den ich gerne gehabt hätte. Okay, dann klappt das hier nicht. Dann gucken wir weiter mit Erdgas, ob wir da unsere Preisvorstellung ein bisschen eher zusammengehen. Gut, Erdgas. So, da würde ich kaufen. Für 4,2 Milliarden, ja, das könnte hier schon interessanter werden. Wir beginnen bei 250. So, 13 Millionen Erdgas brauche ich ungefähr. Okay, da will ich natürlich wieder viel mehr andrehen, aber das kenne ich ja schon. So, dann machen wir 280. So, 300. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen hier wieder. So, ich brauche jetzt hier 13 Millionen Erdgas. So, und dann treffen wir uns, würde ich mal sagen, dann bei 310, wenn es geht. Und 13 Millionen. Ja, 13,1 Millionen Erdgas. So. Ja, das dürfte auch wieder Ersparnis bringen. Sekunde, mal kurz geguckt. Normalerweise zahlen wir ungefähr 5 Milliarden. Ja, eine Milliarde wird uns das bringen, wenn das jetzt durchgeht. Ja, das geht tatsächlich durch. Sehr schön. Nochmal eine Milliarde gespart hinsichtlich des Erdgas. Ja gut, damit also dann jetzt schon so bei ungefähr 2,5 Milliarden, würde ich mal grob abschätzen, die wir jetzt hier tatsächlich rein geldmäßig nochmal insgesamt machen. Das ist doch schon mal nicht verkehrt. Zumal wir noch drei Punkte haben offen, genau. Drei Punkte haben wir noch offen. Dann wollen wir mal gucken, ob wir bei den Indern jetzt hier auch noch gut Kapital schlagen können. Gerne. So, kaufen, Schiffsbau. Und ich muss wieder zur Tür, ich heule. So, Verzeihung, nochmal ganz kurz wieder zur Tür gemusst. Und, oh, zu meiner eigenen Überraschung, tatsächlich kein Verbrauch hier. Okay, gut, dann. Dann tut mir das leid, dann habe ich dich vom Kaffee eingeladen und, dein Land im Urlaub. Ich hoffe, Sie haben... Ja, gut, okay. War jetzt nicht der Riesenbrüller gewesen. Gut, schuldigt Indien. Der weite Weg war jetzt natürlich dann vergebens. Ich dachte, ich hätte jetzt tatsächlich doch Verbrauch. Aber nee, Verbrauch war exakt null. Und dann kann ich natürlich auch nichts kaufen. Macht nämlich keinen Sinn, wenn ich da was Hicks kaufen gehe, weil ich kann ja wohl kaum ein halbes Schiff kaufen. So, dann der polnische Kollege. Der hat es nicht ganz so weit gehabt, der Inder. Zu. So, und ich möchte ganz gerne von dir kaufen Elektrizität. So, jetzt wird es wieder ziemlich wild. Ich weiß nicht, ob es mir geht. Und nein, das scheint nicht zu gehen, weil wir zu weit voneinander weg sind, beziehungsweise die Trassen nicht passend lang führen. Ne, geht nicht. Okay, alles klar. Habe ich dich wenigstens auch auf den Kaffee eingeladen. Gut, damit sind wir jetzt bei beiden nicht weitergekommen. Das heißt, dann bleibt nur ein letzter Vertrag übrig und dann haben wir es geschafft, meine Lieben. Das ist nämlich der Ölvertrag mit Nigeria. Da können wir jetzt also das letzte bisschen Öl rausquetschen. Oh, der Ruanda-Präsident möchte ein Treffen haben. Ja gut, das soll er auch kriegen. Ich weiß nicht, ob da jetzt so ganz groß was geht. Aber dieses Ölgeschäft, da könnte mir tatsächlich noch echt noch was hier an Ersparnissen ins Haus stehen. Öl ist auch immer ein teures Gerne. Geschäft, von daher. Zu. So, Zeit für einen Wirtschaftsvertrag. Ich brauche von dir Öl, mein Lieber. Öl, was produzierst du? Du produzierst genug, um das uns zu geben. Aber wir sind an einen festen OPEC-Tarif gebunden. Stimmt, Nigeria ist ein Teil der OPEC. Okay. Die Frage ist jetzt, was zahle ich normalerweise für mein Öl? Und wie viel weiter drunter ist der OPEC-Preis? Aber ich glaube, der passt schon gut.
404. Ich bete einfach mal, dass die jetzt hier recht haben. Ansonsten könnte das jetzt hier ein richtiges Missverständnis sein. Aber ich meine, das wäre was um 500 gewesen, was für Öl, glaube ich, zahlen. Von daher sind die Ersparnisse, glaube ich, schon da. Machen wir jetzt einfach mal so, zack. Das muss mir auf Anhieb unterschrieben werden, weil verhandeln werden kann da ja gar nicht großartig. Von daher haben wir jetzt tatsächlich das Öl bei Nigeria jetzt eingekauft. Ich hoffe, das war richtig so. Ich weiß nicht, ob die Statistik jetzt dadurch schon verfälscht ist. Das kann ich euch noch nicht sagen. Aber schauen wir mal eben ganz kurz rein. War das denn richtig mit den Preisen? Ja, 550. Gut, wir haben für 400 gekauft. Ja, das ist gut gewesen. Das war wirklich sehr gut. Das sind dann wahrscheinlich auch nochmal, oh, bestimmt nochmal eine Milliarde. Doch, eine Milliarde müssen nochmal gewesen sein. Das heißt also, die gesamten Verträge, gesamten Vertragssummen sind wahrscheinlich so 3 bis 4 Milliarden jetzt irgendwo gewesen. Die wir jetzt hier komplett abgeschlossen haben, Leute. Sehr schön. Können wir uns wirklich auf die Schulter klopfen gehen? Das war tatsächlich eine sehr solide Arbeit. So, damit haben wir jetzt also... Oh, ich habe meine Errungenschaft erhalten. Dass ich nochmal eine Steam-Errungenschaft erhalte. Double Digit, was auch immer das heißen mag. Das gucke ich jetzt sofort nach. Also ich bin ja schon ewig dabei, Leute. Und wenn ich noch eine Errungenschaft auf Steam erhalte, das ist tatsächlich... Oh, boah. Gucken wir mal eben rein. Das würde mich jetzt ja schon mal interessieren. Wo finde ich meine Errungenschaften? Hier. Growth increase your country's economy to over 10% more than at beginning of your administration. Okay, alles klar. Also wir sollen für 10% dickes Wachstum sorgen seit Beginn unserer Administration. Ja, das ist tatsächlich doch in Ordnung. Also 10%, wie gesagt, jetzt ihr seht das Wachstum. Ja, genau, wir sind tatsächlich jetzt mal da scharf drüber. Aber warum interessiert mich das nicht, Leute? Richtig, interessiert mich nicht, weil ich in der Eurozone bin und die federn meine gesamten riesen Wachstumszahlen hier federn die ab. Das heißt, wenn ich jetzt hier mit 13% Wachstum dastehe, ist das für mich alles kein großes Problem. Ich möchte dich um einen kleinen Gefallen bitten. Ich weiß, die Sache ist delikat, aber wie du weißt, wurde mein Neffe soeben aus wirtschaftlichen Gründen entlassen und ist jetzt arbeitslos. Die Zeiten sind hart und trotz seiner Anstrengungen findet er nichts Interessantes. Er ist ein begabter Bildhauer, wie du weißt, und es ist nicht einfach, in diesen Zeiten einen Job zu finden. Ich frage mich, ob du ihm nicht einen kleinen Dienst in dieser Sache leisten könntest. Muss ich leider ablehnen. Nee, Vetternwirtschaft in Griechenland ist vorbei. Das kann es nicht mehr geben. Aber ja, tatsächlich. Also die Zahlen sahen schon hervorragend aus. Wir gehen noch ein bisschen weiter, dass sie jetzt auch richtig einpendeln gehen. Also ich glaube, das Wachstum war enorm. Ja, das habe ich aber schon ja gerade gesehen, wie 13% oder so ein Shit war es gewesen. Aber ich weiß auch nicht, ob das schon alles wirklich mit einberechnet war. Aber ja, auf jeden Fall enormes Wachstum. Das aber auch größtenteils erstmal aus den Verträgen herruht. Also das ist nächstes Jahr schon nicht mehr ganz so krass, sage ich euch jetzt schon. Dass wir sich ein bisschen einpendeln gehen, aber auf jeden Fall gut was getan. Ach ja, Ruanda war ja noch gewesen. Was wolltest du hier noch? Du wolltest verkaufen, Schweinefleisch verkaufen, 4000 Schweinefleisch verkaufen, 5 Millionen Euro. Zu einem Preis, den ich akzeptabel finde, finde ich akzeptabel. Ja, komm, passt. Kannst du abreißen. So, genau. Weil ich wollte jetzt nämlich wissen, so, wir gehen jetzt mal weiter. Eben bis zum 10. 10.5. Und dann schauen wir jetzt mal gleich ein bisschen durch Statistiken durch, was der ganze Bums jetzt hier gebracht hat. Ich hoffe ja genügend. So, und ich hoffe, dass da richtig gute Deals jetzt für uns bei zusammengekommen sind. So, guter Schüler. Aha, da sieht man schon, wir mausern uns, meine Lieben, wir mausern uns. Wollen wir uns das mal eben anhören? Ja, das hören wir uns mal eben an. Ihre orthodoxe Vorgehensweise in Bezug auf die Wachstumsprognosen spiegeln eine Stabilität wider, die uns in Hinsicht auf ihre Solvenz und ihre Tatkraft zuversichtlich sein lässt. Daher vertrauen wir Ihnen. Ich erinnere Sie daran, falls Sie es noch nicht wissen sollten, dass unsere Bewertung grundsätzlich auf ihrem voraussichtlichen Haushaltsdefizit und ihrer Schuldenlast basiert. Ja, tatsächlich heißt das, wenn wir guter Schüler sind, wir kriegen bessere Rating-Noten, was wiederum heißt, wir kriegen niedrige Zinssätze, falls wir uns mal verschulden sollten wieder. Aber auf jeden Fall, wenn die Rating-Agenturen schon mal gut mitspielen, ist das auf jeden Fall schon mal sehr, 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 sehr wichtig. So, jetzt gehen wir auch eben kurz weiter. Ja, komm, eben noch den 11. mitnehmen. So, und dann gucken wir es mal ein bisschen durch. Wir beginnen bei unserem Budgetposten und wir sehen einen Überschuss von 4,11%, meine Lieben. Das sind jetzt insgesamt 9 Milliarden, wenn ich es richtig sehe. Ja, genau, 9 Milliarden Euro, die wir machen pro Jahr. 9 Milliarden Euro Überschuss, das ist jetzt echt nicht verkehrt. Das kann sich durchaus sehen lassen. Damit also unseren Haushalt schon in echte, richtig gute Plusbereiche gebracht. So, dann gucken wir, nee, Staatsverschuldung ist gerade nicht gefragt. Frage ist die Wachstumsprognosen. Die liegen bei 13,7%. Wie gesagt, noch nicht zu ernst nehmen. Kommt alles noch, wird sich noch ein bisschen einpendeln gehen, sobald das nächste Jahr erreicht ist. Das ist aber jetzt erstmal gerade zumindest Phase. So, und wir sehen auch hier gerade, ne, BIP ist insgesamt schon angewachsen von 191 Milliarden auf 217 Milliarden.
jetzt innerhalb der letzten, ja, guten anderthalb Jahre. Das heißt also, schön fettes Wachstum auf jeden Fall dabei, wir haben es vorhin gehört, also mehr als 10% ist die Wirtschaft gewachsen, die Griechen, seitdem wir jetzt hier an der Macht sind. Das ist schon mal echt nicht verkehrt. So, und dann bleibt noch der Blick auf die Arbeitslosenstatistiken, die mittlerweile jetzt im Bereich von 5% runtergeknallt sind. 5,6%, Tendenz sogar noch ein bisschen weiter abnimmt. Also von daher sieht jetzt auch tatsächlich die Arbeitslosenquote so aus, dass man alle Leute jetzt hier richtig schön Lohn und Brot kriegt. 5,6 Arbeitslosenquote, das ist ja besser als Schweden, besser als Belgien. Gut, schlechter als die Schweiz, aber ich denke, das ist jetzt schon also wirklich eine Sphäre, in der man leben kann. Also sind auch sehr, sehr nah dran an Deutschland tatsächlich, was die Arbeitslosenquote angeht. Das heißt, wir haben die Arbeitslosenquote jetzt richtig schön gesenkt. Das lief also auch sehr, sehr, sehr gut. So, was ich jetzt da machen wollen würde, wäre jetzt erstmal ein bisschen Zeit wieder laufen lassen. Unter anderem jetzt Richtung 1. Juli, damit wir die nächsten Quartalszahlen kriegen und uns die Schuldenlast dann ansehen können. Derweil wir hier Ermutigung für die Frauen darstellen. Das ist mit die Feststellung unseres... Yep, hier kannst du eindringen gehen, mein lieber Freund. Wir gucken nochmal ganz kurz Wahlen. Ich habe mich darauf hingewiesen, ne? Nochmal daran erinnert. Ja, Wahlen gibt es ja auch nochmal irgendwann. Aber davor müssen wir uns jetzt noch nicht so fürchten. Das wird noch ein bisschen dauern. So, Cyberattacke gegen unser Land. Jetzt ist die Frage, haben wir einen lahmgelegt gekriegt oder nicht? Wir sind derzeit Opfer einer Cyberattacke. Ich melde mich so schnell wie möglich wieder bei Ihnen. Die Verstärkung der Sicherheitssoftware in unseren Behörden und Infrastrukturen hat sich als sehr effizient erwiesen. Sehr schön. Also tatsächlich hat sich direkt gelohnt, dass wir da was reingesteckt haben. Dementsprechend also Schaden wahrscheinlich extrem minimal. Das heißt also Attacke gescheitert. Das. So, da können wir bestätigen gehen. Da sind Ihre Bekenntnis. Ja, Familie tipptopp. Wir haben die Attacke zur Quelle zurückverfolgen können. Eine Mafia-Organisation dieses Landes ist hierfür... Die türkische Mafia ist dafür verantwortlich. Frech. Frech, was die türkischen mafiösen Nachbarn da uns vorhaben, aber egal. So, hier. Es ist teilweise Schlagung. Unser Eingeschlossen. Und einen Toter. Ja, gut, okay. Dann schauen wir rein. Also beide hier wieder neu aus dem Boden gestanzt. So, zack. Und dann passt das soweit. So, dann schauen wir jetzt also, wie gesagt, Richtung 1.6., was da jetzt passiert. Ne, 1.7. brauchen wir. Okay, das ist noch ein bisschen hinne. Ah, das hätte ich noch ganz gerne mit rein, nochmal zu gucken, Dominikanische Republik, okay, alles klar. Nochmal zu gucken, was jetzt da also dann die Verschuldung sagt. Ne? Dann wird nochmal neu abgerechnet, aber jetzt mit 9 Milliarden, wir können mal kurz rüberschlagen, wir haben 4 Quartale, 9 Milliarden, 9 durch 4, das sind etwas über 2 Milliarden, die wir tatsächlich jetzt also abstottern können pro Quartal. Damit läuft das schon nicht so schlecht. So, du möchtest hier nochmal die Elektrofahrzeuge, du möchtest die Mineralölsteuer angehoben kriegen. Steuererhöhung, ja, wie gesagt, das muss ich bis noch nächstes Jahr verschieben, weil ich jetzt noch nicht ganz weiß, wie das genau aussieht mit den Wachstumszahlen. Dann können wir nämlich nächstes Jahr vielleicht tatsächlich ein bisschen an der Steuerschraube wieder drehen, das wäre ja nicht verkehrt. So, du möchtest uns Rindfleisch verkaufen, wir bräuchten tatsächlich sogar ein bisschen, das passt so ganz gut. Ja, Preis ist zu vernachlässigen, komm, dann nimmst du das mit, dann kannst du mit deinem Vertrag nach Hause gehen, dann hast du was Tolles gerissen, mein Lieber. Ja, wie gesagt, also dann schauen wir mal, wenn der Wachstum mal vielleicht tatsächlich nächstes Jahr so 3-3,5% tatsächlich klassisch beträgt, dann können wir da tatsächlich ein bisschen dran vergreifen gehen mit Steuererhöhungen und das wäre ja auch nicht verkehrt, wenn wir da noch weitere Gelder reingespült kriegen, ne? Wie gesagt, wir dürfen wir nicht vergessen, wir haben ja mittlerweile dann schon den 9., also müssen wir mal überlegen, also die Halbzeit ist nicht weit entfernt und so viel Verschuldungsgrad haben wir glaube ich noch nicht abgebaut, also von daher... Ja, müssen wir gucken, dass wir jetzt demnächst also wirklich halt uns ranhalten. Ne? Also Überschuss um 4% ist ja alles schön und gut und damit kommt man auch voran und das ist alles soweit tutti. Stromknappheit, Shit-Dreck, yep, das ist natürlich nicht so gut. Voll für Einstellung der Stromkapazitäten, wir haben tatsächlich gerade ein strommäßiges Problem wegen dem Wirtschaftswachstum, klar. Na, ficken, da ist natürlich jetzt hier gerade ja völligst natürlich dann die Stromrechnung durchgebrannt. Energienachfrage, Energiekapazitäten, Energiemangel 3 Terawattstunden. Gut, okay, da muss ich tatsächlich dann doch wieder Geld in den Neubau investieren gehen, auch wenn es mich wieder sehr, sehr ärgert. Müssen wir schauen. Ja, am besten abrechnen kann ich das in Wasserkraftwerken. 3 Terawattstunden. So, ich brauche 3 Terawattstunden. Das heißt, das sind 10 Kraftwerke. Sehe ich das richtig? Ja, sehe ich richtig. Das sind 1 Milliarde Kosten, die da auf mich zukommen, wenn ich das in 1 Jahr fertig haben möchte. Aber ich brauche das erheblich schneller. In 4 Monaten kriege ich das fertig und das kostet... Boah, ist das teuer. 3,2 Milliarden. Okay, also aus 10 Milliarden werden nur 7 Milliarden, aber das hilft nichts. Das ist der Preis, den wir tatsächlich anscheinend dafür zahlen müssen. Oh, naja, hilft ja nichts.
Ja, damit geht unser Überschuss nochmal ein Stückchen runter. So, kurze Frage, dadurch, dass das wahrscheinlich auf Pump finanziert wird, bei wem verschulde ich mich jetzt hier? Anscheinend gerade noch gar keinem. Na gut, vielleicht irgendwie rechnet sich das im Überschuss raus, I don't know, weil müssen wir mal ein bisschen im Auge behalten. Weil, falls ich damit irgendein Gläubiger noch verhandeln muss, dann sollte ich es besser zeitnah tun. Gucken wir mal auf die Rating-Agenturen übrigens drauf, falls sich das noch wer gefragt hat. Also, wir haben einmal AAA, das kann man tatsächlich so sagen, das ist nicht verkehrt. Hier haben wir Skandal und Kollateralschaden, ne, ziemlich nicht. Wir haben einmal Note B, wir haben einmal Doppel-B und wir haben noch einmal B. Das heißt, wir haben uns hier massiv verbessert von Doppel-B auf AAA. Also, jetzt kommen wir mal Single, Double, Triple, nächste Note. Nur für die Leute, die jetzt keine Ahnung haben, wie Rating-Agenturen gerechnet werden. Das heißt, also B, dann kommt Doppel-B. Dann kommt, genau, Triple B, dann kommt A, Doppel A, Triple A. Triple A ist Beste. So, und wir haben jetzt, also zumindest hier in der Rechnung, wenn diese gedoppelten Dinger mit sind. Die scheinen anscheinend, diese Kollegen hier, die ersten und die ganz unten letzten, das sind tatsächlich wohl diejenigen, die in einfachen Noten rechnen. So, da haben wir tatsächlich hier einen Sprung gemacht, ne, bei den in Chinesen nochmal von C auf B. Gut, alles klar. So, wie gesagt, ich hoffe jetzt dann in 4 Monaten bis Oktober haben wir dann hoffentlich unsere Kernkraftwerke stehen dann nochmal in der nächsten Folge. Und dann haben wir das soweit durch. So, du? Okay. Tut sich auch noch nicht so gut an. Naja, wie viel Überschuss haben wir denn jetzt noch? Also 7 Milliarden, ja, ungefähr wie prognostiziert. 100 Milliarden, da ist jetzt ungefähr die Grenze, an der jetzt unser Haushalt knabbert. So, die USA haben künstliche Haut und Muskeln entdeckt. Jetzt gibt es natürlich noch wieder ein bisschen was aufs Fressbrett, ne, bei den Rating-Agenturen, weil wir jetzt ja doch wieder ein bisschen Probleme haben. Und USA hat Diabetes, ne, die kontrollierte Abgabe von Insulin haben sie jetzt auch herausgefunden. Mein Glückwunsch. Ja, Forschung natürlich auch ein Punkt, ne, also müssten theoretisch noch ein paar Gelder halt reinbrettern gehen, aber das Problem ist, ja, für die ganz großen Forschungsprojekte fehlen meiner Ansicht nach mir ein wenig die Zeit, dass sich das irgendwie lohnen können. So, hier, das wird abgehakt. Oh, zack, und du. Unser Eingesch. Noch einer, der umgelegt wurde. So, wieder hinterher. Ja, und dann also jetzt, wie gesagt, Richtung 1.7. neue Quartalszahlen. Und uns dort nochmal einmal umsehen. Und dann haben wir es eigentlich auch schon geschafft für diese Folge, sehe ich gerade. Also, die Zeit rennt. Du solltest dich wirklich tunlichst dran halten, wenn du hier irgendwie von deinem riesen Schuldenberg runter möchtest. Wäre wirklich nicht verkehrt. Ja, es ist nicht so einfach, Schulden abzubauen, ne? Also, Grüße gehen nochmal an dieser Stelle raus an die Republikaner von dem Japan-Projekt. Die haben wirklich eine sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Das muss man denen schon lassen, ne? Also, den Schuldenberg von Japan da so schnell zu bezwingen, das ist schon echt ein Kraftakt. Also, ich reiß mir gerade wirklich auch wieder beide Beine aus, um den jetzt von Griechenland so ein wenig in den Griff zu kriegen. So, dann haben wir jetzt also einen neuen Monat und dementsprechend jetzt also neue Quartalszahlen. Und dann schauen wir mal drauf, wie viel Gelder wir nun jetzt hier abtragen konnten. Ich hoffe ja genügend, dass wir jetzt hier wieder unsere Gläubiger gut bedienen konnten, auch mit extra Aufschlägen. Ja, 2,5 Milliarden, die wir nochmal zahlen konnten. Also 2,5 Milliarden jetzt pro Quartal ungefähr, roundabout. Ja gut, dürfte ein bisschen weniger sein, da ist jetzt das Wasserkraftwerk ja noch nachgekommen, aber ja, zumindest jetzt hier auch wieder gute Schüler und schauen mal ganz kurz rein. Gesamtverschuldungsgrad, ja, tatsächlich knapp unter die 150 gerückt. Wir sind mal zwischendurch wieder drüber gerutscht, aber jetzt sind wir tatsächlich knapp wie unter 150. Wir haben jetzt also seit dem Beginn des Projektes, jetzt innerhalb von wie viel Folgen haben wir jetzt gesagt? 9 Folgen, haben wir 20% abgebaut. Das heißt, also das Tempo reicht noch nicht. Also wir kommen noch nicht so richtig mit hin, aber ich lege ganz große Hoffnung darauf, dass ich nächstes Jahr nochmal die Steuern fett erhöhen kann. Das wäre wirklich nicht verkehrt, wenn das noch vielleicht irgendwie gehen könnte. Momentan, ja, wir kommen voran, aber nein, es ist nicht schnell genug, um unserem Ziel hier irgendwie Herr zu werden. Wir schauen mal ganz kurz rein. Griechische Verschuldung jetzt 150%. Sind wir mittlerweile zumindest zurückgefallen auf Rang 5. Immer noch zu hoch, aber immerhin besser als vorher. Naja, gut, okay, schauen wir mal, was dann so die nächsten Folgen bringen. Gut, das war's von meiner Seite aus für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich draußen bei euch fürs Zusehen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Dann, wie gesagt, müssen wir zusehen, dass wir so schnell wie möglich Richtung nächstes Jahr kommen, um zu schauen, halt, ob weitere Steuererhöhungen möglich sind. Und nach Möglichkeit halt keine weiteren Ausgabenposten hier irgendwie noch aufbringen. Das wäre auch nicht so schön. Und ja, schauen wir da mal weiter. Ich habe noch so gedanklich im Hinterkopf, vielleicht, ich weiß nicht, wie die Partei momentan zu uns steht, noch eine Idee. Aber dazu vielleicht mehr in der nächsten Folge. Gut, das war's erstmal von dieser Seite aus. Ich bedanke mich ganz herzlich draußen fürs dabei sein. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag. Halt die Ohren steif, haut rein und ciao.
Hat dir das Video gefallen und würdest du gerne mehr von sehen? Da schwirren dir noch unzählige Projekte im Kopf rum, die wir mal machen sollen. Leider ist das im Moment für uns alles noch sehr schwer umzusetzen, da YouTube nur ein Nebenjob für uns ist. Jedoch, was nicht ist, kann sich ja noch ändern und das schon ab 1 Euro pro Monat. Das ist jetzt auf den ersten Blick vielleicht nicht viel Geld, aber wenn uns bereits jetzt jeder Abonnent diesen 1 Euro geben würde, könnten wir es bereits hauptberuflich umsetzen. Wenn wir und der Kanal dir also am Herzen liegen, überleg doch vielleicht, ob du nicht auch wie diese Leute ebenso ein Kanalmitglied werden möchtest, damit auch wir unseren Traum von YouTube zu leben bald Realität werden lassen können.